was liebt und sich entfalten kann. Doch in den Menschen willst du wohnen, mit ganzer Kraft uns zu getan. Herr, unser Herr, wie bist du zugegen, wo nur auf Erden Menschen sind? Bleib gnädig so um uns in Sorge, bis wir in dir vollkommen sind. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Liebe Schwestern und Brüder hier im Kirchenraum, liebe Schwestern und Brüder, die ihr über unseren YouTube-Kanal diesen Gottesdienst mitfeiert, ich heiße euch alle ganz herzlich willkommen hier aus unserer Herz-Jesu-Kirche im Rastatter Stadtteil Dörfel, hier in diesem schönen Gotteshaus, wo seit 1930 Menschen sich zum Gottesdienst versammeln, um Gott zu loben und zu preisen. Und das wollen wir heute in kleiner Anzahl stellvertretend für die vielen tun, die eben normalerweise hierher kommen und jetzt eben über die Bildschirme und über unseren YouTube-Kanal diesen Gottesdienst mitfeiern. Noch einmal allen ein herzliches Grüß Gott. Ich denke, es tut gut, gerade auch in diesen bedrängenden und schwierigen Zeiten, sich immer wieder daran zu erinnern, auf welchem Fundament wir stehen, wer uns Kraft und wer uns Halt und wer uns Orientierung gibt, unser Herr Jesus Christus. Wir sind dankbar für so vieles, was uns gut tut und was uns zum Leben hilft. Gute Menschen, die wir an unserer Seite haben, unsere Familien, die uns stützen, Freunde, Freundinnen und Freunde, Weggefährtinnen und Weggefährten, die für uns da sind, die uns ein Ohr leihen und die uns ihre Zeit schenken. Dafür sind wir immer wieder dankbar. Aber wir wollen eben auch dankbar sein dafür, dass Christus uns zusagt: Ich bin dort und 2:30 in meinem Namen versammelt. Er ist auch jetzt in unserer Mitte gegenwärtig und ihn wollen wir. Herr Jesus, du rufst uns auf, Frucht zu bringen und Gutes zu tun. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Du sagst uns, getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. Christus, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Wir dürfen deine Zeugen sein. Ein Segen für andere zu sein, ist unsere Berufung. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Herr, wir bitten, erbarme dich unser, Sünde und Schuld nimm von uns weg und führe uns den Weg zum ewigen Leben. Amen. Dann lasst uns beten. Herr unser Gott, sieh gnädig auf alle, die du in deinen Dienst gerufen hast. Mach uns stark im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe, damit wir immer wachsam sind und auf dem Weg deiner Gebote bleiben. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch der Weisheit.
Es gibt keinen Gott, Herr, außer dir, der für alles Sorge trägt. Daher brauchst du nicht zu beweisen, dass du gerecht geurteilt hast. Deine Stärke ist die Grundlage deiner Gerechtigkeit und deine Herrschaft über alles lässt dich alles schonen. Stärke beweist du, wenn man an deine unbeschränkte Macht nicht glaubt. Und bei denen, die sie kennen, strafst du die anmaßende Auflehnung. Weil du über Stärke verfügst, richtest du in Milde und handelst uns mit großer Schonung. Denn die Macht steht dir zur Verfügung, wann immer du willst. Durch solches Handeln hast du dein Volk gelehrt, dass der Gerechte menschenfreundlich sein muss. Und hast deinen Söhnen und Töchtern die Hoffnung geschenkt, dass du den Sündern die Umkehr gewährst. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Christus spricht, mein Wort ist Licht und Wahrheit, es leuchtet auf allen unseren Wegen. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit erzählte Jesus der Menge folgendes Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Mann, der guten Samen auf seinen Acker säte. Während nun die Menschen schliefen, kam sein Feind, säte Unkraut unter den Weizen und ging weg. Als die Saat aufging und sich die Ähren bildeten, kam auch das Unkraut zum Vorschein. Da gingen die Knechte zu dem Gutsherrn und sagten, Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher kommt dann das Unkraut? Er antwortete, das hat ein Feind getan. Da sagten die Knechte zu ihm, sollen wir gehen und es ausreißen? Er entgegnete, nein, damit ihr nicht zusammen mit dem Unkraut den Weizen ausreißt. Lasst beides wachsen bis zur Ernte. Und zur Zeit der Ernte werde ich den Schnittern sagen, sammelt zuerst das Unkraut und bindet es in Bündel, um es zu verbrennen, den Weizen aber bringt in meine Scheune. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder, ein beliebtes Motiv von Wild-West-Filmen ist die gesetzlose Stadt,
die von Banditen tyrannisiert wird. Irgendwann taucht dann ein Held auf, der für Recht und Ordnung kämpft und nach allen Regeln der Kunst aufräumt. Befriedigt sie der Zuschauer, das Gute hat gesiegt. Wer jemals mit der Realität des Bösen hautnah konfrontiert war, angefangen bei den alltäglichen Gemeinheiten eines Mitmenschen bis zu den Untaten von Terroristen und Diktatoren, von denen wir in der Zeitung lesen, in den Nachrichten hören, dem drängt sich die Frage geradezu auf, warum lässt Gott das zu? Warum hält er nicht strenges Gericht? Warum bestraft er nicht die Bösen? Wieso lässt er sie gewähren? Wäre unsere Welt nicht viel besser, wenn Gott einmal so richtig durchgreifen würde? Das Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen gibt darauf eine überraschende Antwort. Gut und Böse sind in unserer Welt derart eng miteinander verflochten, dass derjenige, der das Böse ausrotten wollte, auch das Gute mit zerstören würde. Gewiss kann man Gut und Böse gewöhnlich klar unterscheiden, aber es geht ja um lebendige Menschen. Und in ihnen, in uns lebt immer beides. Es gibt keinen Menschen, keine Gruppe, kein Volk, keine Religion auf der Erde, die nur gut oder nur böse wären. Auch in der Kirche finden wir Licht und Schatten, weil sie eben eine Gemeinschaft von Menschen ist. Und deshalb sind alle Versuche, eine Kirche der reinen, der vollkommenen und absolut konsequenten Christen zu schaffen, stets gescheitert. Diese Antwort wird uns vielleicht nicht gefallen. Besagt sie doch, auch in jedem von uns, auch in mir steckt Böses drin und es lässt sich nicht restlos ausmerzen. Erkenne ich das an? Auch ich tue Böses, mit oder ohne Absicht. Auch in mir liegen Abgründe verborgen. Gibt es nicht Situationen, wo ich einen Menschen glatt auf der Stelle erschlagen könnte, weil er mir sowas von auf den Wecker geht? Was wäre wohl aus mir geworden, wenn ich unter ungünstigeren Verhältnissen aufgewachsen wäre? Und waren es nicht Biedermänner, die in Hitlers Konzentrationslagern zu Folterern und Mördern wurden? Wollte Gott wirklich Gericht halten, um das Böse auszurotten, blieben schließlich wir selbst, bliebe auch die Kirche nicht verschont. Müssen wir im Grunde genommen für seine Geduld mit uns nicht dankbar sein? Auf den ersten Blick erscheint diese Sicht der Dinge recht pessimistisch. Ist das Böse unausrottbar? Tatsächlich müssen wir lernen, damit zu leben, dass die menschliche Natur zutiefst zwiespältig ist. Und wenn wir ehrlich sind, entdecken wir diese Zwiespältigkeit auch in uns selbst. Eben deshalb haben wir keinerlei Recht, andere zu verurteilen oder den Stab über ihnen zu brechen. Das Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen bringt jedenfalls auch eine Hoffnung zum Ausdruck. Ebenso wie Böses in jedem Menschen steckt, gibt es in jedem, mag er noch so verworfen erscheinen, auch einen Keim des Guten. Tief verborgen und verschüttet vielleicht, aber er ist da. Jesus auf jeden Fall hat daran geglaubt. Er kam, um zu retten, nicht um zu richten. Und dadurch hat er vielen Menschen, sogar hoffnungslosen Fällen, Menschen, die von anderen längst abgeschrieben worden sind, einen neuen Anfang ermöglicht. Statt zu verurteilen, sollten wir also wie Jesus auf diesen Keim des Guten bauen. Es kommt darauf an, die Kräfte des Guten ganz gezielt zu stärken, in uns selbst, in unseren Mitmenschen, in der gesamten Gesellschaft. Gewöhnlich neigen wir dazu, eher das Schlechte zu sehen und darüber zu klagen. Und wenn ein Baum fällt, dann hören wir das. Wenn ein Baum wächst, dann hören wir nichts. Achten wir doch einmal in den verschiedensten Lebenssituationen darauf, im Umgang mit unserem Partner, der Partnerin, den Kindern, den Arbeitskollegen, als Lehrer gegenüber den Schülern oder ich als Pfarrer gegenüber meiner Gemeinde, wie oft wir nur urteilen und an unseren Mitmenschen herumkritisieren. Sogar uns selbst gegenüber verhalten wir uns häufig so. Und das erzeugt eine unbehagliche Atmosphäre. Da kann auch das Gute nicht recht wachsen. Da wird dann auf einmal nur das Böse oder das Nicht-Gelingende hörbar. Das Gute wird übersehen, wird überhört. Das Umgekehrte wäre besser. Statt unsere Kräfte im Kampf gegen das Negative zu verschleißen, lieber auf das Positive, auf das Gute zu schauen und es zu fördern.
Und das ergibt meiner Meinung nach auch ein kluges pädagogisches Konzept. Loben wir die guten Taten und Absichten anderer, erkennen wir ihren guten Willen an, selbst wenn etwas nicht so ganz gelungen ist, und bestätigen wir sie damit. Und sehen wir großzügig über Fehler und Schwächen hinweg, im Wissen um unsere eigenen Fehler und Schwächen. Das Gericht können wir getrost einem anderen überlassen. Allein Gott, der die Tiefen der Herzen und alle Abgründe der menschlichen Seele kennt, vermag gerecht zu urteilen, wir nicht. Er aber richtet nicht vor dem Ende. Dann, wenn das Leben eines Menschen bzw. der Weg der Menschheit insgesamt sein Ziel und damit seine Endgültigkeit erreicht hat. Bis dahin jedoch gewährt Gott uns seine Geduld und seine Langmut und lässt uns immer wieder die Chance zur Umkehr, die Chance der Hinwendung zum Guten. Und sein Heiliger Geist stärke uns, für das Gute einzustehen und es nach Kräften zu tun. Amen. Dann lasst uns Fürbitte halten. Zu unserem Herrn Jesus Christus beten wir, indem das Reich Gottes mitten unter uns angebrochen ist. Für die Menschen überall auf der Welt, wo die Infektionszahlen immer noch oder schon wieder steigen. Besonders für die Armen, die der Pandemie schutzlos und ahnungslos ausgeliefert sind. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Wir beten für die europäische Gemeinschaft auf der Suche nach dem Weg zu mehr Solidarität in der Krise, zu Klimagerechtigkeit und zur Bewahrung der Schöpfung. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für die Menschen und die Natur in Amazonien und in Sibirien, wo Waldbrände und Hitzewelle bedrohlich sind. Für die Kinder, Frauen und Männer, die in Nordsyrien und anderswo in der Welt auf Hilfe zum Überleben angewiesen sind. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Wir beten für die Kranken in unseren Gemeinden, für die Einsamen und Niedergeschlagenen. Und für alle, die ihren Mitmenschen beistehen. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Wir beten für unsere lieben Verstorbenen, die uns vorausgegangen sind auf dem Weg des Glaubens. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Herr Jesus Christus, höre auf unser Gebet und gib uns immer wieder die Kraft, das Gute zu tun, und das Böse zu meiden und Frucht zu bringen für das Reich Gottes. Dir sei der Lobpreis in Ewigkeit. Amen. Amen. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns das Brot, Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Wir bringen dieses Brot vor dein Angesicht, dass es uns zum Brot des Lebens werde. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr, unser Gott. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns den Wein, Frucht des Weinstocks und der menschlichen Arbeit. Wir bringen diesen Kelch vor dein Angesicht, dass er uns zum Kelch des Heiles werde. Gepriesen bist du in Ewigkeit,
Herr unser Gott. Herr, wasch ab meine Schuld, von meinen Sünden mache du mich rein. Gott, unser Vater, nimm die Gaben von Brot und Wein an, die wir von deiner Güte empfangen haben. Lass deine Kraft in ihnen wirken, damit sie uns in diesem Leben heiligen und einst zur ewigen Freude führen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn er hat Großes an uns getan. Durch seinen Tod und seine Auferstehung hat er uns von der Sünde und von der Knechtschaft des Todes befreit und zur Herrlichkeit des neuen Lebens berufen. In ihm sind wir ein auserwähltes Geschlecht, dein heiliges Volk, dein königliches Priestertum. So verkünden wir die Werke deiner Macht, denn du hast uns aus der Finsternis in dein wunderbares Licht gerufen. Darum singen wir mit den Engeln und Erzengeln, den Thronen und Mächten und mit all den Scharen des himmlischen Heeres den Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er beim Mahl das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut, und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Stephan und allen Bischöfen, unseren Priestern, Diakonen und Ordensleuten und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Insbesondere beten wir heute für Pfarrer Theodor Heiberger und für Hertha Weser.
Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Dann lasst uns miteinander beten, mit den Worten, die der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Seinen Freunden, den Aposteln, hat Christus Frieden verheißen. Auch wir bitten ihn, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, schau auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Und der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter meinen Namen, aber sprich nur ein Wort, so wird mein Segen versiegt. Koste und seht, wie gütig der Herr. Lasst uns beten. Barmherziger Gott, höre unser Gebet. Du hast uns im Sakrament das Brot des Himmels gegeben, damit wir an Seele und Leib gesunden. Gib, dass wir die Gewohnheiten des alten Menschen ablegen und als neue Menschen leben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Thank you.
Der Herr sei mit euch. Es segne und es behüte euch der barmherzige Gott, der Vater und der Sohn, der Heilige Geist. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, bleibt allesamt gesund und behütet. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.